Mr. Mitchell, darf ich Ihnen eine günstige Anlagemöglichkeit empfehlen? Wir haben sehr attraktive Angebote für Kleinsparer. Geben Sie mir mein Geld. Selbstverständlich. Möchten Sie das Konto auflösen? Lassen Sie ein Pfund drauf, weil ihr euch so toll kümmert. Ich bekam mein Geld, aber keinen warmen Händedruck. Auch kein freundliches Auf Wiedersehen. Von wegen kümmern. Partytime. Ich hatte ein Nickerchen gehalten und schreckte aus dem Schlaf hoch. Mein Herz wummerte und Schweiß floss mir in Strömen den Rücken runter. Nicht, weil ich dachte, ich sei immer noch im Gefängnis, sondern weil ich wusste, dass ich es nicht mehr war. Im Knast hatten sie mich vorgewarnt. Nichts macht einem mehr Angst, als draußen zu sein. Wahrscheinlich wandern deshalb so viele zurück in den Bau. Laut schwor ich mir, scheiße ich nicht. Ich machte 100 Sit-Ups und 100 Liegestützen und spürte, wie sich die Panik legte. Die Küche war ausgezeichnet mit Vorräten bestückt. Kein Porridge, Gott sei Dank. Ich trank O-Saft und aß angebrannten Toast. Es gab eine Mikrowelle und ich knallte mir einen Kaffee rein. Schmeckte scheiße, aber genau das war ich gewohnt. Stellte mich unter die Dusche, rasieren fiel aus. Sollte der 3-Tage-Bart doch wachsen. Was konnte im schlimmsten Fall passieren? Dass ich aussah wie der Vater von George Michael? Benutzte ein Deo von Calvin Klein. Auf dem Etikett stand alkoholfrei. Hey, bringt also nichts, einen Schluck zu probieren. Setzte mich einen Augenblick und drehte eine. Den Bogen hatte ich raus, hätte auch einhändig drehen können. Hätte ich auch noch gewusst, wie man ein Streichholz an den Zähnen anreißt, wäre ich der Größte gewesen. Einmal die Plattensammlung durchstöbern. Seltsam, trotz der supermodernen Einrichtung war die CD-Revolution an dem Mann völlig vorbeigegangen. Er hatte nur entweder richtige Alben oder Kassetten. Mit mir ging das klar. Legte Trisha Yearwood auf. Ein Stück namens »Love Wouldn't Lie to Me«. Hörte es mir zweimal an.